Hallo und willkommen bei einem kleinen Infovideo von mir. Wie vielleicht einige von euch schon bemerkt haben, streame ich seit neuestem auf Twitch. Ich will das Ganze ein bisschen trennen. Ich mache dann hier einfach die Ausschnitte vom Stream rein auf YouTube und streame auf Twitch. Jetzt zusätzlich habe ich mir ein kleines Streamprogramm für mich ausgedacht und zwar gehe ich ja sehr, sehr gerne ins End. Hier auf Horseblocks kostet das ja dann 25.000 Mark, um überhaupt reinzugehen für 20 Minuten. Wenn man jetzt nicht unbedingt ultrareich ist und denkt, ja, ich gehe mal einfach alleine eine Runde rein und klatsche den Enderdrachen auch alleine, dann geht man ja meistens mit einem Team rein. Nun habe ich mir überlegt, ich will mit euch zusammen reingehen, beziehungsweise ich habe das jetzt auch schon ein, zwei Mal gemacht im Stream. Wenn ihr also mal eine Runde gratis ins End wollt mit uns oder mit mir, dann kommt doch einfach im Stream vorbei. In Zukunft werde ich das so lösen, dass dann die Zuschauer durchs Zusehen Enderperlen sammeln können. Diese Enderperlen könnt ihr dann gegen Tickets eintauschen und die Tickets kann ich dann random per Random Generator auswählen und wenn ihr dann vor Ort seid und bereit seid, dann gehen wir zusammen ins End. Und sonst wähle ich einfach den nächsten. Wie ihr auch in der Beschreibung immer wieder seht, streame ich ja meistens Dienstag und Donnerstag. Mein Ziel ist einfach einmal in der Woche sicher ins End zu gehen mit euch. Also entweder Dienstag oder Donnerstag. Meistens bin ich aber auch schon ein bisschen früher online. Je nachdem, wenn ich Zeit habe. Aber ich werde schauen, dass ich nie vor 20.30 Uhr oder so mit den Endrunden starte, damit ihr auch nichts verpasst und ihr euch das ein wenig einrichten könntet. Zusätzlich, wenn ihr wirklich gar keine Runde verpassen wollt, weil ich werde ab und zu auch einfach mal so eine Runde starten, wenn ich Lust habe und Zeit und Geld, dann kommt doch auf Twitter vorbei. Ich werde schauen damit, dass ich das immer auf Twitter ein bisschen früher bekannt gebe, dass ihr vielleicht auch noch weniger die Endrunden verpasst. Auch der Link vom Twitter ist natürlich in der Beschreibung. Schaut doch einfach mal vorbei. Jetzt sei noch gesagt, gleich mal außerplanmäßig, möchte ich morgen am Sonntag, 22.03. einen kleinen Livestream machen, so gegen 8 Uhr. Und würde mich doch freuen, wenn einige von euch vorbeikommen und vielleicht sogar an einer Endrunde teilnehmen. Also, vielleicht bis morgen. Tschüss.